Hallo zusammen. Lea hat zwei helle Murmeln und eine dunkle. Die zwei hellen Murmeln sind gleich schwer. Lea spielt mit der Küchenwaage, siehe Bild. Wie schwer ist die dunkle Murmel? 15 Gramm, 20 Gramm, 25 Gramm, 35 Gramm oder 40 Gramm? Das erste Bild zeigt uns, dass die helle Murmel und die schwarze Murmel, dass diese beiden Murmeln zusammen 50 Gramm wiegen. Und wenn wir uns einmal das zweite Bild anschauen, dann seht ihr, dass es hier auch wieder eine schwarze und eine helle Murmel gibt. Und wir wissen ja schon, dass diese schwarze und diese helle Murmel, dass diese beiden Murmeln zusammen 50 Gramm wiegen müssen. Also müssen diese beiden hier auch 50 Gramm wiegen. Und wir sehen aber, dass alle drei Murmeln zusammen 80 Gramm wiegen. Also was können oder was müssen wir tun, um das Gewicht dieser hellen Murmel ausrechnen zu können? Wir müssen von den 80 Gramm einfach nur die 50 Gramm abziehen, also 80 minus 50 Gramm rechnen und erhalten als Ergebnis 30 Gramm. Wir wissen jetzt also, dass eine helle Murmel 30 Gramm wiegt. Und jetzt wird ja gefragt, wie schwer ist eine dunkle Murmel? Was können wir jetzt tun? Wir wissen, dass diese beiden zusammen 50 Gramm wiegen. Wir wissen jetzt auch, dass die helle 30 Gramm wiegt. Und damit können wir jetzt ausrechnen, wie viel die schwarze wiegt, nämlich wir müssen von 50 Gramm nur 30 Gramm abziehen und 50 Gramm minus 30 Gramm, das ergibt 20 Gramm. Und damit wissen wir jetzt, dass eine schwarze Murmel 20 Gramm wiegt und die Antwort B ist die richtige. Alles Gute, alles Liebe und bis bald.